Hallo und herzlich willkommen bei Chris will spielen. Wir sind wieder in Transport Fever unterwegs. In Koop natürlich mit dem Chris. Servus. Und mein Schiff legt hier gerade an. Es hat nämlich 3 Passagiere dabei, das muss jetzt ganz vorsichtig ranfahren. Ja klar, das ist nicht, dass ich 3 überfahren. Oh cool, wir das hat eine schwarze Flagge dort. Wir bauen jetzt unseren nächsten Personenzug. 13, das ist mir zu wenig. Das Problem ist jetzt, dass wir uns nur einen einzigen Waggon leisten können. Ja, das Problem hatte ich auch gerade. Ist das sinnvoll für eine Personenstrecke? Hier warten 30, das ist gut, aber bist du da, bist der Opa da hinten? Bist du mir wahrscheinlich voll und du kommst mit 50, du bist voll. Du bist mein Held. Und hier warten schon wieder 10. Das läuft und hier ist... Wir... 12, hier ist eindeutig zu wenig. Wie machen wir es jetzt am besten? Wollen wir noch einen Kredit aufnehmen, damit wir auf die 10, auf die 9,5 kommen? Da brauchen wir mehr Rohöl. Also... Oder aber machen wir, dass wir erst mal warten. Setzen wir da noch 1, 2 Rohöl hin. Machen wir so. Den hier, genau. Zack, so, und du fährst. Hier klappt es ganz gut, das ist gut. Hier klappt es ganz gut. Hat der noch was auf Lager? Unsere neue Strecke. Der ist viel zu schnell. Machen wir uns den wunderschönen doch mal an. Da ist er. Ich versuche mehr Treibstoff abzutransportieren. Hier sind doch Treibstofffahrer. Oh. Der macht nur Verlust, der Idiot. Leck. Jetzt bin ich wieder bei minus 8000. Ich habe gerade mir ein Darlehen aufgenommen für 500.000. Schon wieder minus. Gut, dass der noch minus macht, das wundert mich irgendwie nicht, weil. So, du. Die blaue Linie, die müsste doch. Der fährt voll! Das ist doch gut. Der hat 10 Treibstoff und 10 Treibstoff. Ist doch mega geil. Ja, aber trotzdem macht er ein extremes Minus. Ja, warte mal kurz, bis er ein paar Mal gefahren ist. Ja gut, wir warten jetzt mal ab. Das erste Shot ist halt echt cool. Der ist voll und hier warten wir zu wenig. Naja, hier warten nur wie schaut das mit meinem Rohöl aus? Du bist voll. Diese mega lange Strecke. Du bist voll. 30 von 30 Rohöl sind drin. Oh. So, die ist komplett leer, der nutzt nämlich bloß noch den. Du fährst mit dem Zug Rohöl. Ja! Oh. Meine Armada hat es nicht mehr geschafft. So, und die verkaufen wir doch alle. Instant. Das ist das komplette Rohöl. Das hier. Für Öl haben wir ja 38 und du. Bringst Rohöl und du bist da hinten, du bist ein bisschen langsam. Ach, es kostet was, das zu löschen. Ah. Ja. So, hier so, warten 27 Leute, das gefällt mir. Du kannst hier richtig die Produktion anreißen. Hier warten 13, das ist gut, das ist gut. Läuft das hier schon mal? So. Was haben wir denn hier oben? Bloß der Treibstoff hier langweilt mich. Hau ab, auf hier Treibstoff herzuliefern. Ich brauche keinen Treibstoff. Hier haben wir 2 Sägewerke. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Hier könnten wir Baumaterial herstellen. Der hat ja noch nie mal gestartet, die Produktion. Es ist so krass, der produziert nur Treibstoff, habe ich das Gefühl. Hier hätten wir Holz und hier ist ein Bauernhof, aber links ist das eine weite so krass. Strecke. Ölpotenzial 1, Treibstoffpotenzial 101. Das heißt, wir könnten hier noch einen Hafen entbauen, dann mit dem Schiff fahren und dann. So, mal da. Allerdings wäre Braubach fast schlauer, dann können wir das lang verbinden, da brauchen wir aber Geld. 12, wenn wir den wirklich hier. Was ist, kommt jetzt hier noch für Strecken rein? So, wer bist du? Du bist der 50er Rohöl, sehr gut. Da hinten macht es sowas von 0 plus. Wer bist du? Du bist auch Rohöl. So, und hier dürfte gleich. Oh, hier geht's richtig rauf. Ja. Sehr nice. Und du bringst wahrscheinlich wieder. Bringst wieder Öl, damit der dann auch voll wird. Das ist die Frage. Und hier haben wir 34. Ich jetzt hier vollkommen überlastet, ne? Und hier wartet so viel, ey.
Brauchen wir noch einen. Noch schaffst du einen relativ gut. Noch einen Rohöler. Was sind das immer? Steckt dich hier. Aber zwei von mir aus. Tu doch aufhören, das dritte Treibstoff hier hinzuliefern. Liefer ihn lieber dahin. So, wie sieht's mit unseren Zügen aus? Züge. Züge geht mit dem Gewinn nicht herauf, schade. Wir schauen uns das beide mal jetzt an. Hoffen, dass er kapiert, dass ich nicht will, dass er Treibstoff weiterhin zu dem ist. Schon wieder ein Treibstoff hergekommen. Verdammt, die soll doch zum Zug liefern. 13, 29 Leute warten, ja, das ist cool. Kann ich eigentlich auch einen Bahnhof für einen, also so einen Güterbahnhof für einen LKW hernehmen? Als Abladestelle? Nein, nee. Du musst halt daneben wieder so einen LKW-Platz bauen. 46, 46, ne, was hier? Ah, 46. Wohl, genau. Schaut euch an, es füllt hier voll auf. Also ihr sollt hier mal mehr auch. Hier sind eigentlich zu wenig unterwegs, oder was? Teicheröl macht schon den ersten Plus. Sehr schön, ne? Du bringst Rohöl. Sehr schön. Brauchen wir hier noch zwei Stück für Öl? Wobei. Willst du wissen, wie viel Treibstoff bei mir lagert? Wie viel? 108. Das ist doch gut. Und die Raffinerie hat auch noch 29 bei sich liegen. Ich bekomm's nicht weg. Ja, bei mir bekommt, macht er kein Treibstoff, macht mir nur Öl, der Idiot. Ja, ich will auch lieber Öl haben, aber Treibstoff ist. Ich will lieber weg. Treibstoff haben als Öl. Was wir jetzt machen, ich bin jetzt ganz dreist, und zwar machen wir jetzt hier einfach hier so eine wunderschöne Strecke hin. Du kommst dass wieder die wunderbar. Strecke hier um einiges kürzer wird. Dann müssen nicht mehr durch die Stadt. Wollen wir mal bis 59 vorspulen? Warte, ja, komm mal. Boah, gut. So. Wir warten immer noch 91 Leute, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass jetzt so viele Leute warten. Wie sieht's hier aus? Er kommt gerade, wie wir warteten hier. 54, ja gut, das heißt, wir bräuchten hier einen zweiten. Das heißt, wir schicken. Wobei, nee. Der soll ja Treibstoff produzieren, der Idiot. In welches Depot sind die alle gefahren? Die ist, hier wartet schon 70, what the fuck. Okay. Die ich alle verkauft, nicht, ja. So. Güter, Rohöl. Kaufen. Rohöl, genau. Ich hab Autosave. Noch nicht. Wie sieht's hier aus? Ja, warte natürlich nichts. Jetzt safe. Bist du immer schnell oder? Nein, ich hab wieder auf normal. Hier warten 28 Leute, das geht. So, jetzt werden schon 101 gelagert. Das kann doch nicht wahr sein. Hier sind auch 28 Leute, hier 23. Sehr gut, sehr gut. Es ist, ich will doch Öl haben. Ja, du willst einfach zu viel, ne? Nee, ich weiß nicht, Das heißt, die Route hier machen wir komplett tot. Die Öllinie, weil da kommt eh kein Öl, von dem her brauchen wir die nicht. So, wir zahlen. Jetzt überlegen wir uns, was wir mit der Treibstofflinie machen. Ach, ich hab mal Schulden ein bisschen zurückgezahlt. Das konntest du schon. Ja, guck mal, 500.000 dachte ich mir. Einmal Schulden zurückzahlen, damit die Bank meinen guten Willen erkennt. Gut, ich hab noch nicht das Vergnügen, Schulden zurückzahlen zu können. Ja, lebst wohl auf zu großem Fuß. Hier schon die dritte Stadt angeschlossen, alles. Wie läuft denn eigentlich die Stadt da hinten, die Buchfahrt? Die Buchfahrt, hab ich noch gar nicht gesagt, ich bin gerade eben mit meinen anderen Problemen beschäftigt. Buchfahrt, schau mal nach, da steht eine Person. Okay, dann warte ich noch beim Anschließen. Ich habe noch keine Busverbindung hier drin. Ja, aber die laufen auch zu Fuß hin, wenn es wirklich klein ist. Sagen wir mal schnell eine Busverbindung, das haben wir ja ratzfatz erledigt. Was haben wir denn noch so hier in der Gegend? Du bist aber eine schöne Stadt. So, ist das echt bescheuert, hier einen Bus irgendwie zu verlegen? Wir könnten hier so eine lange Linie machen. Eine lange Linie und von hier vielleicht hier vor?
Das ist schön. Hier in den kleinen Umschlag. Oder hier so ein Kopfbahnhof, hier rein. Und dann gehen wir hier noch lang. Und dann kommen hier das passt noch die rein. Dann brauchen wir hier noch nicht alles so teuer wäre. Und so will ich hier so eine wunderschöne. Als nächstes könnten wir erstmal campen. Ach, hier ist auch Holz, oder? Und hier. Oh, sehr gut, hier ist auch Holz. War doch hier irgendwo. Oh, da hinten. Das ist ja bei mir läuft es gerade nicht so prima. Postkutsche kaufen wir mal 5. Das wäre blöd. Haben wir hier noch irgendwo Holz? Neue Linien. Ne, nur Holzverarbeiter. Da ist noch ein Holz. Ah, das ist auch im Arsch der Welt. Der leckt mir mal. Was haben wir hier? Du bist ein Kunststoffhersteller. So. Kunststoff mache ich selbst. Du bist. Was bist du denn? Oh ne, du produzierst was anderes. Passe. Ist auch kein Holz. Wie schaut es mit meinen. Es ist. Treibstoff, hör doch mal auf zu produzieren. Gut, wie schaut unsere Linien aus? Du bist voll, ne, du bist voll. Und hier sind ja, das macht 50. Schon gut Geld. Oh, hier rammen sich fast 2 Schiffe. Ach, das eine bremst. Ah, schlau. Das mit dem Bus im Auweiler müssen wir uns auch noch mal ein bisschen anschauen. Teichfahrt Regio macht 109.000 minus. Teichfahrt Regio. Ach, Teichfahrt nach Buchfahrt. Wo ist denn Teichfahrt? Teicher nach Buchfahrt, so rum. Was wäre wohin? Teicher, Buchfahrt. Wo wer ist denn Teicher? Ja, ich. Ach, du bist Teicher. Scheiße. Also, wie schaut denn die Produktion bei Öl aus? Also hier waren Rohöl. 5 Leute. Das Schiff ist 31 Leute drauf, das gefällt mir. Und hier warten 28, aber der Zug kommt mit 17 Leuten. Sehr gut, dann kriegen wir das Schiff langsam auch voll ans Laufen. Jetzt hier haben wir richtig Ölproduktion. 86, sehr gut. Die Frage ist, wie soll man von... Wir könnten das hier komplett einstellen und nur die den Zug fahren lassen. Du bringst gleich wieder 50, sehr gut, haben sie gleich wieder was zu tun hier. Der macht langsam Plus, von dem her ist es gar nicht so eine gute Idee. Doch diese kleine Straße hier, die hier. So. Dann, mitten durch die Landschaft einer Autobahn, ganz dezent die Straße. Bei mir sind nur 3 Sachen im Roten. 3, 1, 2, 3, 4. Achso, das geht ja auch. Ja, halt, die sind halt, das eine ist halt mit 109.000 drin. Naja, gut. Ja, das ist auch nicht so schlimm jetzt. Was hat denn dein Antweiler Teicher Regio für einen Umsatz? Ich habe gerade eben meine Teicher-Buslinie kaputt gemacht. Und zwar will ich jetzt hier nochmal. Oh. Gut, meine. Hat 666.000. Na gut, dann sind wir da fast so gut wie gleich. Es ist so ungefähr mein Haupteinnahmewerk. Ja, bei mir auch. Ja, die täuschen die alle voll, oder? Nein, 0 Baumstämme, 0 Baumstämme, 0 Baumstämme. Warum haben die Baumstämme nicht geladen? Die zweite Buslinie hat ein bisschen wenig Busse, oder wie? Ja, dann kriegt die zweite noch ein paar Busse. Passagier 1, 2, 3. Und das Ganze geht an Bus 2. So, hier warten, wie viele Leute warten hier? Hier warten 12. Du bist hoffentlich, du bist nicht voll. Du bist natürlich voll. Du bist nicht voll. Du bist voll, okay. Oh, 63, es geht runter, das ist schon mal nicht so schlimm. Wir, glaube ich, setzen einfach hier nochmal, lohnt sich nochmal eine draufsetzen. Hier ist noch immer 7 Leute warten hier. 31 Leute sind hier, sehr geil. Da hockt 0 drin, okay, wenn hier 7 sind, dann passt das. So, die Leute sind schon drüber gewandert, na, die kommen gerade an. Sehr cool, sehr cool. Können wir fast schon beginnen, dass wir dahinter noch fahren, nach Kampen. Weil ich schon eine Mörderstrecke, leck mir Marsch. Ja, beruhig dich mal, Brauner. Das ist echt eine Mörderstrecke. Hat schon Kampen, Visier und ich hab hier noch mal Probleme mit. Ja, wow, Kampen ist einfach den Fluss runter, ich würde einfach ein Schiff hinschicken. Das war's. Okay. Ja, ich meine, momentan brauche ich wieder ein bisschen Geld, ey. Das ist halt unsere Frage. Wollen wir jetzt in die Richtung weitergehen, nach Mönchdeggingen?
Lützlow. Lützlow. Oder Ursberg. Geiler so Name. In die Richtung, so dahinter, so nach rechts, oder wollen wir lieber nach links gehen, so nach Hausen, Nauendorf, Sonnenborn, Kreta haben wir natürlich auch noch. So, die Frage, wo wollen wir denn am liebsten hingehen? Meine Treibstoffroute hat noch kein einziges Mal Treibstoff transportiert. Seit 4-5 Jahren oder ne, seit 9 Jahren. Ja, meine Ölroute hat kein einziges Mal Öl transportiert. Öl ist bei mir viel zu viel. Ja, aber ich komme langsam mit dem Treibstoff hinterher. Also ich habe ihn schon von 101 auf 61 runtergebracht. Und die Route hat minus 14.000. Ach, meine minus so, 32.000. Ich bin jetzt ganz dreist und reiß das jetzt einfach hier ab. Ja, ich habe nur noch zwei Sachen im Minus. Na gut, Treibstoff wird nie ins Plus kommen, wenn sie nichts transportieren. Euch komplett alle ins Depot. Die Route gibt sich mehr, das heißt, die liefern jetzt alles hier hin. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt eine Ausweichstrecke und nochmal einen zweiten Zug. Wie viel haben wir gerade eben? Ein bisschen Geld, das heißt, das können wir machen. Wollen wir auf Geschwindigkeit zweimal gehen? Ja, können wir. So, gut. Damit es ein bisschen schneller geht, mal. Sonst schaffen wir ja pro Folge nur ein Jahr. So, wie viele Leute warten hier? 44, das ist mega geil. Das ist sehr gut. So, schauen wir mal, wie machen wir es hier mit den richtigen. Okay, den Zug so planen müssen, dass genau 50 Leute reinpassen. Egal. Oder 25, die Hälfte. Ach, da stehen eiskalt Leute drauf. Oh, 44, das ist cool. Das war ein Kack, was ich gemacht habe. Dann ist der mittlerweile auch im Plus, oder? Bist du im Plus? Wo bist du denn? Welche Farbe hast du denn? Irgendwo ein Schiff ist das hier. Ist im Plus, sehr gut. Nicht hoch, aber ist im Plus. Das gefällt mir. Wir könnten den Takt verringern. Mit dem zweiten Schiff. Nehmen wir 38 Öl und der ist. Ist der schon hinten angekommen? Ah, er war schon dort, okay. Das heißt, es wird das ganze Ding hier drauf gehauen, nicht? Ach, im Lager. Hier kaputt. Im Lager hat er was, aber er produziert nicht. Was ist das denn für ein Penner? Produkt 48. Achso, davon hat auch ein Produkt. Heißt, ich will es einfach so dreist und kaufe nochmal. Verdammt, ich hab kein Geld. Gut. Uff, ich hab Geld. Könnten wir hier. Schon mal hier das rüber transportieren. Gut, das ich hab schön. Das Maximale rausgeholt. Oder machen wir jetzt eine andere Idee? Was machen wir lieber? Sollen wir lieber Öl oder Treibstoff? Und ich wäre eher für Öl. 1, 2, 3, 4, 5. Ich füge noch einen Anhänger. Wie kriegen wir das denn hin? Hätte ich leisten können. Trotzdem leise ich ihn eher auf der anderen Route. Weil da habe ich extra zweite Ausweichstrecke gebaut. Und ich muss sagen, der kommt da relativ gut hinterher. Aber das ist schon teuer. Der kommt sogar zu. Ja, ich habe Sachen freigeschalten. Ernsthaft? Ja. Ich habe ein Schiff freigeschalten. Ja, genau. Ich bin 1860. Super, Schiff brauche ich nicht. Was für Schiff brauchst du nicht? Aber hab mal Respekt. Ich arbeite nicht so viel mit Schiff. So, ist das ein Güter oder ein Passagier? Das ist ein Güterschiff. Ja gut, da kann 60 transportieren und ist genauso schnell, also. Ja. Nicht so. Ist teurer, ja, das ist jetzt kein so großer Fortschritt. Ich brauch doch kein Öl. Ey, könnt ihr mal anfangen Treibstoff zu transportieren? Er geht langsam wieder, also, er war schon mal höher. Ist gut, mit den, wenn die Züge richtig anlaufen, können wir es richtig rausreizen, ne? So, was haben wir hier für Höhenlinien? Hier. Hier vielleicht dann unten durch. Aber ich glaube, der Anfang ist schon so schwer. Allein das Stückchen hier schon, ihr macht gerade bitte. Verdammt, ich habe hier den Weg vergessen. Wo war der Anfang? Können wir das nicht funktioniert? Ja, weil der Anfang. Was macht der das denn schreck, der Idiot? Aber das kostet fast 1 Million, dieses kleine Stückchen. Das kann doch nicht sein. Oh shit. Das wird immer teurer. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Brauch Geld. Nee, ich glaube, das lohnt sich noch nicht so. Ich weiß, da ist kein Weg. Ich weiß, da ist kein Weg. Verkauf mal. Irgendwie, ich brauch das Geld. Irgendwie muss es verkaufen.
Irgendjemand muss verkaufen. Mir wurscht wer. Könnten wir noch Litzluft da oben anschließen? Weil ansonsten. Weil da geht er wieder bergauf, oder? Das ist ein Riesenproblem. Da geht er wieder bergauf. Aber machbar scheinbar. Fast machbar. Fast machbar. Ich brauch Bus 2000. Das könnte man uns überlegen, oder? Ich bleib auf der Geschwindigkeit 2, ne? Mhm. Sicher ich glaube, ich gehe jetzt nicht bankrott. Wenn wir das hier anschließen. Aber mit was schließen wir das an? Wir könnten es echt mit Kampen anschließen. Scheiß drauf, das machen wir. Scheiß drauf, das machen wir. Gut, mir ist gerade alles minus. Bauen wir das doch hier hin. Genau. Kriegt ihr hier noch eine Straße von mir gesponsert. Bis hierhin. Dann kann die hier reingehen. Dann machen wir schon ein kleines bisschen. Wenn sich was schlau, wenn wir das gleich daneben machen. Müssen nicht so viel die Straße queren. Passt das hin? Komm schon. Das passt dann sehr gut. Dann brauchen wir noch Haltestellen. Das hätte ich gerade kaufen können, so ein Scheiß. Fährst du am besten hier lang? Hier lang? Hier? Wir testen nochmal das jetzt hier aus, weil ich bin da gespannt, wie das funktioniert. Und hier von mir ist nochmal. Da drüben haben wir jetzt keine, egal, die werden schon irgendwie das schaffen. Brauchen wir noch ein Depot? Das Depot können wir gegenüber hinsetzen. Oder hier hin. So, und dann so, kaufen wir uns mal 1, 2, 3, 4, 5. Schlecht, achso, schlecht, schlecht. Ich brauche erst eine Linie. Neue Verkauf. Linie. Oh, das hier hat alles im Weg, ey. So, von hier nach da, 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 da. Perfekt. Das Ganze heißt Kampen Bus 1. Wir machen das so. Und dann Linie zuweisen, Kampen Bus 1. Sehr gut. Dann kriegt ihr hier daneben aber. Achso, dann brauchen wir hier noch eine Route. So. Neue Linie. Von hier nach. Nach hier. Das ist ein weiter Weg, ja, holy shit. Nach hier. Was ist denn eigentlich mit dem anderen? Ah, langsam macht er Gewinn. Langsam. Das Ganze heißt. Grenzen, Kampen, Schiff, Pass. So, das ist halt schon extrem hier. Von wo holen wir uns jetzt unser Schiff? Holen wir uns das Schiff von hier drüben? Oder bauen wir ein neues Depot? Bauen wir ein neues Depot? Was kostet das Depot? War nicht viel, okay. Bauen wir das Depot. Jetzt muss er theoretisch irgendwie rüberkommen. Schiff kaufen, Passagier. Oh, leck mich, die sind teuer. Daumen. Die sind teuer, die Schiffe. Eins, zwei. Grins, das gefällt mir. Drück mir die Daumen, dass diesmal funktioniert. Bei mir ist gerade beim Geld eigentlich gar nicht schlecht. Ach. ja gut. Ich bin auch mit einem Plus gerade eben so. Jetzt läuft's bei mir. Drei Sachen haben Minus. Wahrscheinlich gleich vier. Wir haben zwei Plus. Das mit dem 2 plus. Ja, sonst haben alle Minus. Also ja, gerade eben waren es. Gerade eben. Ja, 3 am Plus, alle anderen Minus. Okay, die Stadt ist schon sehr klein. Die bräuchte irgendein Produkt. Da oben können wir Brot herstellen. Okay, wo kriegen wir denn? Ach, von da. Ich weiß, es ist zwar blöd, aber du musst es kurz warten. Ich muss kurz warten. Nicht du. So. Wir können. Aber nee, warte, du kannst Pause drücken. Ah, jetzt warte, dass wir dir zugegen auf so eine Gleis kommen. Jetzt fährt da hinten nämlich los. Perfekt. Warte, Pause. Ich hab grad Autosave. Mach noch schnell bis 61. Gut. Bis zum 1.1.61. Ja, ich bin am 2.1. Ja, dann mach ich auch beim 2.1. Autosave. Und Pause. Ah, sehr gut. Damit danken wir uns fürs Zuschauen. Hoffen, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Hoffentlich nicht bei mir schaut es ganz schlimm aus.
Bis dahin, adios. Ciao. Ich hab solche Probleme.